Safe. Gut. Dann, ja, freuen wir uns. Ich teile die Präsentation und wie immer starten wir pünktlich in unsere Veranstaltung. Ist wohl die indirekte Übergabe an mich, wenn ich das mal so verstehen darf. Genau, herzlich willkommen. Für mich ist es eine ganze Weile her, dass ich eine Online-Fortbildung gemacht habe. Ich war jetzt ein paar Monate in der Elternzeit und habe mich umso mehr gefreut, als eine meiner ersten E-Mails von meinem Kollegen Steini, also Christian Steinberg, war, dass wir eine Online-Fortbildung heute am Montag machen. Auch noch mit dem schönen Thema zu Sport Digital, die Albathek. Die wurde in meiner Elternzeit fertiggestellt. Da haben viele, viele Menschen mit heißer Nadel gestrickt, um da ein großes Spieleangebot und auch didaktische Tipps und Tricks für euch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und ich habe die Ehre, mich quasi mit fremden Federn zu schmücken und über die Albathek zu sprechen, obwohl ich quasi wenig damit direkt zu tun hatte. Aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt quasi die Galionsfigur sein kann. Magst du ein paar Worte zu dir sagen, Steini? Ja, vielen Dank, Nima. Genau, wir haben die Albathek jetzt an den Start gebracht. Die Wiederholungstäter kennen mich sicherlich schon aus der einen oder anderen Fortbildung. Wir haben jetzt die Fortbildungsreihe nach der Fertigstellung der Albathek wieder aufgenommen. Wir werden euch auch am Ende berichten, wie es damit weitergehen soll. Nach den vielen positiven Rückmeldungen, dass wir das bitte auch, egal wie sich die Corona-Situation weiterentwickelt, am Leben erhalten sollen. Sind wir heute hier und starten in eine weitere, ja, Reihe verschiedener Online-Fortbildungen. Genau. Ich sage auch noch zwei Sätze zu mir. Mein schönes Foto habt ihr ja schon gesehen. Genau. Mein Name ist Lima. Wir duzen uns ja in den Fortbildungen hier immer und bin mit Steini gemeinsam in dem Projekt Sport Digital vertreten und unterwegs. Sport Digital besteht aus drei unabhängigen, aber eigentlich auch nicht unabhängigen Säulen. Viele von euch kennen wahrscheinlich schon das sehr variantenreiche und auch hochfrequentierte Sport macht Spaß Angebot, was es bei YouTube gibt. Damit wurden die letzten anderthalb Jahre in der Corona-Pandemie und in einigen Wellen für euch gestaltet, um Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche schmackhaft zu machen. Worauf wir sehr, sehr lange schon hingearbeitet haben und worum es auch heute gehen soll, ist wie gesagt die Albathek. Also eine kostenlose Plattform, die dazu dient, möglichst alle Menschen, die sich mit jungen Menschen sportlich auseinandersetzen wollen, zu inspirieren und auch immer wieder schöne Erinnerungen zu wecken, wie abwechslungsreich und niedrigschwellig man interessante Sportangebote bauen kann. Und last but not least, und das ist eigentlich ein weiterer Kernpunkt des Projektes Sport Digital sind die Fortbildungen, echte Fortbildungen mit Menschen in Turnhallen und in Arbeitsgruppen in jedem Bundesland, also in jedem der 16 Bundesländer wird es eine solche Fortbildung geben. Vorhin hatte schon eine Erzieherin geschrieben, dass sie aus der Wutzki-Allee in einer Kindertagesstätte aus Berlin-Rudow zuschaut. Da werden wir auch Ende Oktober die erste Präsenzfortbildung von insgesamt 16 durchführen und freuen uns da schon auf rege Teilnahme. Und in diesem Jahr werden noch zwei andere Fortbildungen stattfinden. Einmal ist Bamberg im Jahr 2021 geplant und auch Hagen dann im Dezember. Aber heute geht es, wie gesagt, um den mittleren Block, um die Albathek, die ihr von überall benutzen und bedienen könnt und euch immer wieder schöne Anregungen aufs Handy, aufs Tablet oder auf den PC ziehen könnt oder zumindest ansehen könnt. Genau. Es geht heute darum, dass wir gar nicht so viele PowerPoint-Präsentationen runterrattern wollen, sondern wir wollen den Teil der Präsentation recht kurz halten. Also kurz nochmal sagen, was die Albathek eigentlich ist, für wen sie gedacht ist und was die Idee ist und was bisher bei der Albathek abrufbar ist und wo wir eigentlich hinwollen. Unserer Meinung nach ist das wirklich eine bahnbrechende Plattform für alle sportbegeisterten Menschen, die in der Funktionalität auch einfach und ja, ohne größere Probleme
handzuhaben ist. Von daher freuen wir euch auf einen kurzen Erklärungsteil, bevor dann Steini mit euch die Albertek tatsächlich anklickt und wir ein paar Videos daraus schauen. Genau, vielleicht noch kurz für die Neuen zum Setup. Wir sind heute auch hier, um eure Fragen zu beantworten. Vielleicht hat der oder die eine oder andere sich schon mal auf der Albertek bewegt und freuen uns über jede Form von Rückmeldung oder auch Dinge, die euch vielleicht aufgefallen sind. Ihr habt die Möglichkeit, in dem Frage- und Antwort-Tool uns hier zu kontaktieren. Dann werden wir während der Fortbildung eure Fragen live beantworten. Und ihr habt die Möglichkeit, im Chat, wie wir es bisher auch immer gehabt haben, euch untereinander auszutauschen, Ideen reinzugeben, Anregungen, sodass ihr euch gegenseitig da auch ein bisschen noch mit Informationen versorgen könnt. Nur das nochmal zum Handling heute. Dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Genau, was wir uns quasi von euch wünschen, ist, dass ihr im Grunde genommen ein bisschen die Multiplikatoren seid. Einige von euch hatten ja bereits kurz erklärt, warum sie heute das erste Mal hier sind. Einige alte Hasen sind dabei. Aber was wir uns von allen wünschen, unabhängig, wie oft sie schon dabei waren, die Albertek bekannt zu machen, weil wir wirklich glauben, dass das eine permanent dynamische, also sie wird immer weiterentwickelt, neue Spiele werden hinzugefügt, eine Plattform ist, die großen Nutzen im Sport erzielen kann. Diese Plattform ist entstanden aus dem Kooperationsprojekt, was wir auch schon oft und immer wieder gerne erwähnen, vom Bundesministerium des Innern, gemeinsam mit Alba Berlin, ins Leben gerufen im Sommer 2020, dass es darum ging, diese Plattform eben zu schaffen und dass sie vor allen Dingen kostenlos sein soll. Also es gibt kein Abo für 9,99 Euro. Und trotzdem gibt es aber permanent neuen Inhalt oder Content, wie man auch so schön sagt, wo viele, viele kurze, knackige Videos hochgeladen sind, die euch mit Bewegungsspielen und didaktischen Hinweisen versorgen. Aber auch für Lehrer und Lehrerinnen, die sich einfach mal für ihre Sportstunden inspirieren wollen oder gar für Leute, die den Sportunterricht vertreten müssen und eigentlich gar nicht aus dem Genre des Sportes kommen und plötzlich ist der Sportlehrer oder die Sportlehrerin mal krank und jetzt seid ihr an der Reihe und da kann man quasi ganze Pakete sich anschauen, wie man zu einem Thema eine sinnvoll aufgebaute Sportstunde konzipieren kann. Und neben den reinen Videos, wo man sich die Spiele anschauen kann, gibt es auch quasi in verschiedenen Dossiers Tipps und Tricks von Experten aus akademischer Forschung, von Trainern, von Erziehern, von Talentsichtern und Förderern, wie und was guten Sportunterricht oder generell guten Sport ausmacht. Und ja, letztendlich geht es darum, die zentrale Anlaufstelle für Ideen im Sport oder in der Bewegung allgemein zu sein. Wollen wir den Manuel Meyer schon dran nehmen? Ich sehe gerade, dass er die Hand hebt. Oder wollen wir das für den Diskussionsteil aufsparen, Steini? Würde sagen, wir die Hand hebt. Ich sehe gar nicht. Hat er sich schon wieder runtergenommen? Okay. Ja, Manuel, einfach sonst die Fragen einfach reinschreiben und wir gehen dann an entsprechender Stelle darauf ein. Na, schreibt eh gerade das. Es war ein Versehen. Okay. Manuel, 10 Liegestütze einfach und dann geht es einfach weiter. Genau. Die Albertek hat einen sehr großen Adressatenkreis. Also letztendlich haben so viele Menschen, ob sie es quasi bewusst in ihrem Beruf haben oder unbewusst, aber Bewegung ist auf ganz vielen Situationen und Berufen ein zentrales Element. Und die unmittelbare Anlaufform sind natürlich Lehrerinnen, Erzieherinnen und die Trainer, aber letztendlich genauso gut Eltern, die quasi auch dazu beitragen könnten, auf Elternabend beispielsweise von der Albertek zu berichten, um quasi möglichst viele Menschen zu erreichen. Und was wir bei der Albertek uns quasi als zwei große Ziele gesetzt haben, ist, dass wir mit den Sportangeboten erinnern wollen, weil es gibt schon unglaublich viele, viele gute Spiele, die man immer mal wieder machen kann, also quasi so ein bisschen in Gedächtniskram und merken, stimmt, das Spiel hatte ja vor 4, 5, 6 Wochen
wunderbar funktioniert. Und da ist quasi meine Plattform, auf der ich mich nochmal umschauen kann, um diesen Ach-ja-Moment zu erzielen. Aber auch, und da sind wir den Trainern und den Trainerinnen von Alba Berlin sehr dankbar, die haben in vielen, vielen Stunden zusammengesessen, coole Spiele konzipiert, bekannte Spiele abgewandelt, erweitert, vereinfacht, komplizierter gemacht, sodass man auch diese Spiele individuell anpassen kann, sodass wir auch versucht haben, für euch Aha-Momente zu kreieren, indem wir sagen, ah, stimmt, von der Seite habe ich es noch nie gesehen oder ah, so kann man die Koordination auch trainieren im spielerischen Kontext, weil das ist letztendlich die Maxime, dass die Albathek das Spielen und Kinder sind ja fürs Spielen gemacht und auch am Spielen interessiert, dass alles einen unmittelbaren Spielbezug hat und man ihnen quasi bestimmte Trainingsinhalte ganz, ganz unaufgeregt nebenbei vermittelt kann. Also die Ach-ja und die Aha-Momente, das Altbewährte, was funktioniert und das Neue, was uns gemeinsam wachsen lässt, auf einer Plattform zu finden. Ich ignoriere jetzt alle, die Hand heben, weil ich davon ausgehe, dass sie das in den Chat schreiben, richtig? Genau, wir gehen erstmal. Ich sammle so ein bisschen hier bei FN. Hey, gehen wir nachher auf die Sachen noch ein. Ja, wunderbar. Je mehr wir für später haben, desto besser. Genau, aktuell gibt es über 200 Spielanregungen, vor allem erstmal mit dem Fokus Kita- und Grundschulkindern. Perspektivisch soll das dann auch noch, aber das ist wirklich eine Perspektive mit dem Teleskop für Kinder oder für Jugendliche aus Oberschulen erweitert werden. Stand heute vor allen Dingen der Fokus Kita und Grundschule. Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, Coaches saßen zusammen und haben zu bestimmten Überschriften oder zu bestimmten Inhalten über 40 Sportstunden zusammengestellt. Und letztendlich ist die Vision für alle Menschen, die an der Albathek mitgearbeitet haben, dass die Albathek in ganz Deutschland oder eigentlich auch im deutschsprachigen Raum bekannt wird und auch als zentrale Anlaufstelle verstanden wird und auch gerne mit anderen geteilt wird. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt mein Geheimwissen habe und ich kann den besten Sport machen und mein Kollege vielleicht nicht, sondern im Gegenteil. Mit der Albathek habe ich viele gute Anregungen und die auch noch zu teilen, um gemeinsam die Qualität im und für den Sport zu verbessern, ist das, was uns quasi die letzten anderthalb Jahre angetrieben hat. Dann würden wir an dieser Stelle einen Blick wagen in die Albathek und einige der Fragen, die hier schon reingekommen sind, oder Rückmeldungen direkt mit euch diskutieren oder ansprechen. Wir werden auch auf die zukünftigen Termine noch eingehen, Tobias, sodass ihr nachher hoffentlich alle im Bilde seid. Jetzt muss ich nur einmal hier den Bildschirm wechseln. Zack. Und schon sind wir drin in der Albathek. Nima, ich hoffe, man sieht es jetzt. Man sieht es, ja. Super. Ja, das ist die Albathek mit einem super einfachen und leichten Einstieg nach der Altersgruppe der Kinder. Und wir wollen mit euch, wie gesagt, noch mal ein paar kleine Details besprechen, wie man mit dem Ganzen arbeiten kann und sich zurechtfinden kann. Zunächst einmal, wenn wir jetzt hier einfach mal auf Grundschulkinder gehen, hatte Nima ja schon angekündigt, dass es sowohl Sportstunden fertig gibt, als auch einzelne Spiele. Und über die Filterfunktion könnt ihr hier erstmal entscheiden, was euch gerade interessiert. Dann gibt es bei dem Filter aktuell drei Suchkriterien. Einmal die Gruppengröße, also mit wie vielen Kindern arbeite ich. Da ist uns wichtig zu sagen, dass wir fast alle Spiele nach oben skalieren können. Das heißt, auch wenn ihr hier mit drei Kindern jetzt Spiele sucht, ist aus unserer Sicht das natürlich möglich, über mehrere Felder aufzubauen und mit mehreren Kindern auch zu spielen. Was wir definiert haben, ist sozusagen nach kleinen Gruppen, großen Gruppen zu schauen, welche Spiele eignen sich halt besonders gut oder wie viel brauche ich dann auch, um das in größeren Gruppen gut organisieren zu können. Dann natürlich der Altersbereich, ich denke, das ist klar. Und der aktuell zur Verfügung stehende Platzbedarf. Was habe ich hier von kleinem Raum? Ja, großer Raum, Hallendrittel,
halbe Halle oder eben die ganze Halle. Jetzt gab es vorhin schon von Martin die Anmerkung, dass sich natürlich noch weitere Suchfunktionen gewünscht werden. Das wissen wir auch, da sind wir auch dran. Und das ist auch die erste Bitte, die wir heute hier an die knapp 240 Teilnehmer senden. Wir werden euch im Nachgang einen kleinen Feedbackbogen zur Verfügung stellen, weil die Albathek, so wie sie jetzt da ist, natürlich noch nicht fertig ist. Wir drehen zum einen weitere Spiele und zum anderen wollen wir euch so gut es geht oder wollen wir euch so gut es geht mit einbeziehen in diesen Entwicklungsprozess und euer Feedback gerne haben, was ihr euch noch wünscht, was ihr noch braucht, um besser damit arbeiten zu können. Wir hatten eine lange Diskussion, wie man idealerweise, wonach man suchen und filtern und sortieren kann und haben uns jetzt erstmal auf eine ganze einfache Variante festgelegt und wollen das natürlich noch erweitern. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, dass hier 204 Spiele sind. Die sind jetzt alle alphabetisch sortiert und ihr seht, dass es Variationen und Grundspiele gibt. Was es damit auf sich hat, möchte ich euch an einem Beispiel zeigen, in das wir jetzt gleich mal reingehen, um zu verstehen, was da unsere Logik und Herangehensweise war. Wenn wir jetzt hier bei Funinho zum Beispiel reingehen, haben wir das Grundspiel und verschiedene Variationen, die ihr hier an der Seite seht. Und immer wenn ihr auch eine Variation über einen Filter auswählt, kommt ihr immer in diese Übersicht, wo ihr alles zusammen habt. Die Idee von dem Grundspiel ist, dass die grundsätzlichen Regeln der Spielform klar werden. Wie immer kurz dargestellt in einem Video. Wir werden uns das einmal, wir werden hier einmal kurz reingucken, damit es klar wird, wie dann sozusagen die weitere Logik der Vorgehensweise ist. Wir spielen jetzt eine Runde Funinho. Funinho ist ganz normales Basketball. Wir spielen 3 gegen 3. Aber wir spielen nicht nur auf einen Korb, jede Mannschaft spielt auf 2 Körbe. Das heißt, die gelbe Mannschaft wird gleich auf diese beiden Körbe spielen und die blaue Mannschaft spielt auf diese beiden Körbe. Alle anderen Regeln sind ganz normal so, wie ihr sonst auch aus dem Basketball kennt. Super, und einwerfen und weiter geht's. Gelb wirft ein, gelbe Mannschaft, einwerfen. Sehr gut, super, sehr gut. Und Blau wirft ein. Ich denke, es ist soweit erstmal klar geworden. Wir haben jetzt auch bei allen Videos hier noch einen Untertitel dabei, den hatte ich ja kurz eingeblendet, sodass ihr, wenn ihr zum Beispiel euch das Ganze auf dem Handy anschaut oder gerade keinen Ton zur Verfügung habt, dann trotzdem seht, was da gesprochen wird. Dann ist das Spiel entsprechend aufbereitet. Nochmal kurz erklärt, worum es geht, welche Materialien ihr benötigt und hier nochmal Schritt für Schritt das Ganze erklärt und dann auch in einer Druckversion abrufbar, dass man sich das Spiel ausdrucken und mitnehmen kann. Hier gibt es nochmal eine kurze Meinung vom Coach, warum dieses Spiel vielleicht besonders geeignet oder besonders attraktiv ist. Und ihr könnt euch das Ganze hier oben auch, wenn es euch gefällt, auf eure Merkliste packen. Ich komme nochmal zurück zum Grundspiel und Varianten. Wir haben immer, wie gesagt, das Grundspiel mit den grundsätzlichen Regeln und danach die Varianten, so aufgebaut, von vermeintlich leicht nach schwer oder von einfach zu komplex. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, Spiele als schwer oder leicht zu kennzeichnen, weil das natürlich immer davon abhängt, welche Gruppe ihr habt, mit wem ihr arbeitet, wie hoch das Trainingsalter ist. Und wir wollten jetzt keine abschreckende Wirkung haben von, oh, das ist ein schweres Spiel, sondern es ist natürlich immer abhängig von der Gruppe, die ich zur Verfügung habe. Aber es ist davon auszugehen, dass die Spiele, die weiter hinten stehen in dieser Variationsliste, hier etwas komplexer sind und ein bisschen mehr Vorerfahrung oder einfach Übungen bedürfen. Das heißt, wenn ihr hier mit Funinho Grundspiel einfach mal anfangt,
dann ist das eine gute Variante. Wir haben uns natürlich bewusst Funinho rausgesucht zum Vorstellen, weil uns eine weitere Sache in der Albathek sehr, sehr wichtig ist. Und zwar es ist keine Basketball-Albathek, sondern es geht um kleine Spiele, so wie wir es bei diesen ganzen Fortbildungsreihen auch bisher schon hatten, die immer eine mannschaftliche Idee haben, um verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Deswegen sieht man ja hier auch, wir haben Funinho mit Fußball dabei, mit zwei Bällen als Hockey-Variante, mit wechselnden Teams und Farben. Wir haben natürlich häufiger Sachen mit Basketball gedreht, einfach weil das unsere Zielgruppe der Kinder ist. Trotzdem lassen sich diese Varianten alle auch mit anderen Sportgeräten umsetzen. Ich gucke an der Stelle mal in die Fragen kurz rein, ob es jetzt akut oder hier was gibt. Genau, ja, verschiedene Sachen, die wir nachher, das können wir, glaube ich, in der Fragerunde dann erklären und erläutern. Dann seht ihr immer noch zu dem Spiel dazu, ihr könnt das Spiel bewerten. Die Bewertung hat Einfluss darauf, welche Spiele so ein bisschen auf der Startseite gezeigt werden. Das heißt, Spiele, die bei mehreren Leuten besonders gut ankommen, werden euch gleich auf der Startseite präsentiert. Und ihr habt hier immer die Möglichkeit, wenn es zu dem Spiel Unklarheiten gibt, ihr Anregungen habt, Anmerkungen habt, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, schickt uns gerne eine Nachricht. Wir kümmern uns darum. Gerade jetzt am Anfang gibt es natürlich noch ein, zwei kleine Kinderkrankheiten, die wir gerade beheben wollen, und freuen uns über jeden, der sich da beteiligt und uns eine Rückmeldung gibt. Dann gibt es zusätzlich hier unten den Service nochmal der Sportstunden. Nämlich sollen hier jetzt Sportstunden angeboten werden, fertige, in denen das von euch gerade ausgewählte Spiel, was euch interessiert, integriert ist. Das heißt, wenn ich hier Kick It Like Beckham anklicke und jetzt in der Sportstunde bin, die ich mir auch wieder ausdrucken kann, sehe ich hier, dass Funinho Fußball als eines der Hauptspiele oder das Hauptspiel mit 25 Minuten hier integriert ist. Wir wollen also auch über die Spiele euch eine Möglichkeit geben, schnell zu Sportstunden zu gelangen, in denen das Spiel integriert ist und ihr direkt noch weitere Spiele als Möglichkeiten habt, die ihr dann einsetzen könnt. Hier ist es auch so aufgebaut auf der Sportstunde, dass die entsprechenden Spiele untereinander sind mit der entsprechenden Zeitangabe und hier unten dann wieder die Erklärung, die Materialien, die Druckansicht, alles zur Verfügung habt, was ihr braucht, um loszulegen. Auch hier, es gibt immer die Möglichkeit, sich die Sachen zu sammeln. Und wenn ihr euch hier eine Weile bewegt habt und schauen wollt, was ihr euch alles so markiert habt, habt ihr oben die Chance, Merkliste anzeigen. Die könnt ihr euch nochmal schicken lassen. Oder eben hier schauen, okay, was habe ich mir jetzt hier hinterlegt, was hat mich besonders interessiert. Dann hatte Nima vorhin schon einen wichtigen Hinweis gegeben. Wir sind jetzt wieder auf der Startseite der Albathek. Das ist neben den Spielen und den Sportstunden, die ihr hier seht, noch Dossiers gibt. Zum einen findet ihr hier erstmal noch kurze Erklärvideos, wie die ganze Albathek funktioniert. Und im Community-Bereich findet ihr Dossiers. Was verbirgt sich dahinter? Wenn wir hier auf alle Dossiers ansehen, klicken, seht ihr, dass wir aktuell 10 verschiedene Dossiers haben. Und das geht von Tipps zu einer gelungenen Sportstunde bis hin zu Funinho, Stolperfallen im Sportunterricht. Also ganz verschiedene Themen, die wir jeweils von Experten aufbereitet haben und besprochen haben. Und auch hier arbeiten wir wieder mit dem Medium Video. Und um in der Logik und inhaltlichen Thematik zu bleiben, schauen wir hier auch bei Funinho rein. Hier sind alle Videos von Marius Huth, einem unserer Jugendtrainer, der diese Spielreihe vorgestellt hat, die wir uns gerade angeguckt haben. Deswegen sind jetzt auch alle Videos von ihm. Und wir hören doch mal rein bei ihm kurz, was er uns zu sagen hat, was eigentlich die Zielsetzung von Funinho ist. Das Funinho-Spiel hat viele Ziele und hat auch ganz, ganz viele Effekte, die extrem positiv für die Kinder
sind. Durch die kleinere Teamanzahl, dadurch, dass nur 3 Kinder spielen, ist jedes Kind permanent am Spiel beteiligt und kann sich nicht irgendwo verstecken. Dadurch wird automatisch auch die Anzahl der Ballkontakte für jedes Kind höher und die Anzahl der Entscheidungen, weil jedes Kind ist ständig wieder in der Situation, dass es eine Entscheidung treffen muss und direkt irgendwo am Spiel beteiligt ist. Und durch die 2 Ziele ist einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit wesentlich höher. Das bedeutet, Kinder kommen viel, viel häufiger zum Torerfolg oder beim Basketball zum Korberfolg und haben dadurch mehr Freude, weil einfach das ja das ist, wofür Kinder am Anfang spielen. Die wollen ein Tor schießen, die wollen einen Korb machen und die wollen einfach erfolgreich sein. Auch hier nach der gleichen Logik sind die Videos alle untereinander nochmal aufgereiht und auch nochmal kurz niedergeschrieben, worum es bei der ganzen Sache geht und natürlich der Bezug entsprechend hier auch nochmal zum Spiel. Das wird auch eine Weiterentwicklung sein, dass die entsprechenden Dossiers dann auch immer gleich zum Spiel noch verknüpft sind und ihr von dort gleich hier hingelangt. Ja, nur dass man nochmal sieht, hier in der Sportstunde, hier gibt es dann verschiedene Expertinnen und Experten, die euch zu einer Fragestellung kurze Anregungen geben sollen, um nochmal darüber nachzudenken. Dann gab es ja vorhin die Frage nach Fortbildungsangeboten, Terminen und weiterem. Wir haben für alle, die jetzt schon länger mit uns unterwegs sind in der Online-Fortbildung, ja immer alles aufgenommen. Und alles, was wir gemacht haben, findet ihr im Fortbildungsbereich der Albathek. Wenn wir hier aufs Online-Archiv gehen einmal, dann, jetzt habe ich mich verklickt. Wir haben hier ein Archiv, wo ihr einfach alle Fortbildungen findet, nämlich hier Webinar-Archiv, alle Themen, die wir bisher schon mit euch besprochen haben. Foninho war ja auch schon dabei. Hier findet ihr die Aufzeichnungen, Unterlagen, alles, was wir euch zur Verfügung gestellt haben, alles kompakt an einem Ort. Ihr erinnert euch vielleicht, bisher hatten wir das auf YouTube in Playlisten. Das gibt es jetzt nicht mehr, weil sich alle Inhalte in der Albathek befinden. Und ihr werdet auch die heutige Fortbildung hier dann wiederfinden. Und ihr habt direkt hier die Möglichkeit, euch für unsere nächste Fortbildung am 25.10. online wieder anzumelden. Kleine Spiele für mehr Sozialkompetenz. Wir werden in den kommenden Online-Fortbildungen euch immer Inhalte präsentieren, die wir neu in die Albathek reingebracht haben beziehungsweise neu zusammengestellt haben. Das heißt, wenn wir neue Sportstunden zu einem Thema zusammenstellen, wenn wir neue Videos gedreht haben und auch hier der Aufruf an alle Teilnehmer, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die wir bearbeiten sollen, die wir aufbereiten sollen, sagt uns bitte Bescheid, gebt uns Feedback in unserem Feedbackbogen, dann werden wir schauen, ob es uns möglich ist, zu dem jeweiligen Thema auch etwas umzusetzen. Genauso wird es sein, muss ich wieder runterscrollen hier, zu den Präsenzfortbildungen, die wir machen, die Nima angesprochen hat. Hier wird es auch demnächst ein Anmeldefeld geben, noch in dieser Woche. Und der Wunsch war ja vorhin, dass wir die Termine für Berlin nennen. Die erste Fortbildung in Berlin vor Ort in der Gropiusstadt findet statt am 29. und 30.10. Und in Kürze werdet ihr euch dafür anmelden können und euch auch genau angucken können, was wir dort inhaltlich geplant haben. Das ist so viel zu der Frage von Tobias. Genau, das ist hier unser Fortbildungs-Community-Bereich. Hier unten habt ihr nochmal die Möglichkeit, euch für unseren Newsletter anzumelden. Das haben ja einige schon getan, weil der Großteil der Anmeldung auch über unseren Newsletter erfolgt ist. Da werden wir auch am Mittwoch, wenn es den nächsten Newsletter gibt, nochmal auf ganz explizit auf das Feedback hinweisen. Und wir haben hier oben im Community-Bereich noch verschiedene Blogbeiträge zu verschiedenen Themen, wo wir euch immer auf dem Laufenden halten, was rund um die Albathek so los ist. Genau, dann gehen wir mal rein in eure Fragen und Wünsche. Also wir wollen das heute wirklich sehr interaktiv noch gestalten, die Zeit, die wir haben.
Bitte stellt uns Rückfragen. Wir können euch auch hier zum Gespräch hinzuschalten. Was ist euch bisher aufgefallen? Was sind noch Wünsche? Was können wir noch umsetzen? Sabine fragt, ob es auch etwas in gedruckter Form, nee, war das Sabine vorhin? Internet ist in der Kita schlecht. Genau, zum Thema Kita möchte ich sagen, dass wir aktuell noch ein kleines Ungleichgewicht haben zwischen Kita- und Grundschulvideos. Das hing leider mit Corona zusammen und wir werden jetzt in den Herbstferien in Berlin, die in 2 Wochen starten, weitere Inhalte drehen und da wird Kita auch eine große Rolle spielen. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, dass wir bis Ende des Jahres in dem Kita-Bereich auf jeden Fall noch nachlegen werden und weitere Inhalte produzieren. Vorhin gab es irgendwo die Frage, ob wir auch offline oder Print was haben. Das wird so sein, da kann ich euch sehr die Präsenzfortbildung ans Herz legen, denn da wird es, Nima, korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches erzähle, aber es wird dort ein Handout geben mit bestimmten Spielen, die wir vorstellen für Kita und Grundschule und das stellen wir euch da natürlich zur Verfügung und werden es auch im Nachgang hier im Online-Bereich für euch zur Verfügung stellen. Das wird sich auch weiterentwickeln und nach wachsen. Wir werden aber nicht alle Spiele in einer Printversion zur Verfügung stellen. Aber was ich euch in Aussicht stellen kann, wo wir dran sind, ist, dass die aktuelle Printversion, die noch sehr übersichtlich aussieht, weil sie einfach nur den Ablauf und die Materialien darstellt, dass wir da gerade dran sind, das in einer schönen, übersichtlichen Form zu haben, sodass ihr euch die Spiele ausdrucken könnt und sie direkt auf A4 so habt, dass man sie ja als Kopiervorlage laminieren kann, also dass man damit richtig gut arbeiten kann. Da sind wir gerade dran, diese Schritte zu machen. Brauch dich nicht korrigieren, denn mein Kollege Jürgen und ich Plan für die Präsenzfortbildungen, also nochmal ein extra Anreiz für euch für eine Anmeldung. Eben diese Spiele, die wir in der Fortbildung vorstellen, so genau wie du es gesagt hast, dann nochmal als kleines Handout mit auf den Weg zu geben. Ja. Ursula, vielen Dank für dieses nette Feedback. Und ich möchte Ursulas Feedback gerne verknüpfen mit dem, was Bettina gefragt hat, ab wann es was für Oberschulen geben wird. Und zwar sind wir dabei, mit dem Professor Dr. Bindel von der Universität Mainz zusammenzuarbeiten und das Projekt dahingehend zu erweitern, dass es auch für Ältere, also für Oberschüler, Inhalte geben wird. Uns ist aber wichtig eigentlich, deswegen gibt es den Suchkriterien vom Alter her eigentlich nur 12 plus, dass viele der Spiele, gerade die komplexeren, die wir haben, auch sehr gut mit der Oberschule funktionieren. Also gerne mal jetzt schon reinschauen, was an Spielen da ist für die älteste Altersgruppe und da einfach mal mit der Oberschule auch ausprobieren und gemeinsam vielleicht die Regeln ein bisschen verändern und entwickeln. Da sollte sich schon einiges finden lassen, was man sehr gut anwenden kann. Ja, da möchte ich auch noch hinzufügen, da ich selber Trainer von Jugend- und Erwachsenenteams bin, ist das vielleicht ein bisschen irreführend, wenn wir Spiele für Grundschulkinder als zentralen Button auf der Homepage haben, weil, wie jetzt Steini schon am Anfang gesagt hat, die Spiele kann man auch von der Schwierigkeit, aber auch vom Alter problemlos, Funinio ist da ein super Beispiel, das kann man auch mit 15- und 16-Jährigen spielen und das macht den A Spaß und bringt auch in dem Alter eine Menge. Von daher auch nochmal meine Empfehlung, vermeintliche Spiele für Grundschulkinder auch mit Älteren auszuprobieren. Meines Erachtens gibt es gar keine genaue Unterscheidung, was ist für die Oberschule geeignet, was für die Grundschule, sondern es gibt nur gute oder schlechte Spiele und mit ein bisschen Erfahrung kann man gute Spiele auch altersmäßig nach oben oder nach unten tunen. Das habe ich zumindest aus eigener Erfahrung schon mehrmals positiv erleben dürfen. Genau.
Dann gab es hier zweimal die Frage, einmal von Kerstin und einmal von Heike, dass keine Sporthalle zur Verfügung steht und die Frage nach drinnen und draußen. Die Frage haben wir auch diskutiert, die stellt sich für uns aber so nicht, weil, wie ihr auf dem Foto hier auch schon auf der Startseite seht, da sind wir auch draußen, nicht weil wir unbedingt raus wollten, sondern weil wir raus mussten aufgrund der Corona-Situation. Und für uns lassen sich alle Spiele drin und draußen spielen. Wir differenzieren da nicht so stark, weil wir glauben, es macht keinen Unterschied. Natürlich muss man ein bisschen gucken, so ein Spiel, wo ich jetzt eine Wand als Bande brauche, eignet sich jetzt vielleicht nicht so für draußen. Aber wir haben auch Spiele mit wenig Materialeinsatz, gerade diese Fang- und Laufspielvarianten, die man sehr gut auch draußen spielen kann. Wir überlegen eher einen Filter einzubauen, der noch nach Material das Ganze durchsuchen lassen kann, dass man, wenn man jetzt draußen ist und sagt, ich habe jetzt keine Körbe und Tore da rumstehen, so wie wir das jetzt hier glücklicherweise hatten, sondern ich brauche ein Spiel, was wirklich wenig Material hat, damit ich es eben auch draußen schnell spielen kann. Sowas überlegen wir eher noch einzuführen. Dann die Frage nach der App von Martin. Es gibt keine App, wird es auch nicht geben, aber wenn ihr über euer Smartphone, man sieht es jetzt nicht, einmal die Albathek aufruft, könnt ihr gerne parallel einfach mal über euren Browser, den ihr da benutzt, machen. Dann werdet ihr sehen, dass wir dafür gesorgt haben, und jetzt gucke ich auch parallel direkt mit, ob es auch funktioniert, dass ich hier nicht was erzähle, was dann nicht stimmt, aber dass es sowohl für Tablet als auch für Smartphone sehr kompatibel sein sollte, dass ihr die Sachen schön untereinander, boah, man sieht es nicht, ich muss mal meinen virtuellen Hintergrund kurz ausmachen, dann können wir vielleicht gemeinsam mal kurz reinschauen. Jetzt sieht man es besser. Ja, dass ihr hier, dass hier untereinander gut sichtbar alles zur Verfügung habt. Und die Sachen, wenn ihr sie anklickt, sind so aufbereitet, dass man hier schön runterscrollen kann. Und das ist ein bisschen hell vom Licht. Aber dass ihr hier die Spiele alle seht. Also guckt da einfach mal rauf. Es ist auf jeden Fall kompatibel fürs Smartphone. Und bietet euch die Möglichkeit, also auch mit Tablet und Smartphone da jederzeit schnell durchzunavigieren. Auch da, wenn euch etwas auffallen sollte, was vielleicht in der mobilen Anwendung noch nicht so gut funktioniert, wie es sollte, sagt gerne Bescheid und wir schauen, dass wir das gelöst bekommen. Ein Lob von Ursula, vielen Dank. Hier haben wir noch von Imke einen längeren Text. Herr Imke hat uns für die Vorreiterrolle gelobt, die Alba Berlin einnimmt, aber hat auch angemahnt oder darauf hingewiesen, dass die Verbreitung unserer Idee oder die Verbreitung der Albathek ein bisschen schleppend ist, beziehungsweise sie gar nicht so viel aus dem Landessportbund gehört hat. Daher ja auch unsere Bitte, je mehr ihr das in eurem Kollegenkreis verbreitet, desto mehr Arbeit nehmt ihr uns natürlich auch ab, diese Lobbyarbeit zu betreiben. Die wollen wir sowieso machen, aber wir haben auch in unserer Recherche und bei der Verbreitung des Projektes Sport Digital gemerkt, dass Sport in Deutschland sehr bundeslandspezifisch organisiert ist. Und diese Wege zu identifizieren und dass die richtigen Leute auch die richtige Ansprache erhalten, manchmal eine kleine Herausforderung ist. Und ihr seid ja unmittelbar am Puls der Zeit, von daher sind wir euch für jeden Kontakt, für jedes Verbreiten, für jede Empfehlung, aber auch für jeden Hinweis extrem dankbar. Genau. Und dann gab es ja noch hier im Chat die Frage von Achim, die Achim Felix Koch, die wir natürlich nicht hinten runterfallen lassen wollen. Die Frage nach dem, wie es finanziert wird. Wir hatten es in den letzten Fortbildungen schon gesagt, glaube ich, und jetzt auch am Anfang nochmal. Das ganze Projekt wird gefördert. Man sieht es hier unten auf der Seite auch vom Bundesinnenministerium des Inneren für Bau und Heimat und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und ist ein Teil des Strategieprogramms Miteinander im Quartier, einer ressortübergreifenden Strategie, wo also mehrere Ressorts zusammenarbeiten, um solche Projekte möglich zu machen und zu entwickeln. Und ja, zum Verbreitungsthema, wir hoffen natürlich, vielen Dank Martina, dass wir über die Präsenzfortbildung, wenn wir jetzt vor Ort kommen und loslegen, das ist in diesem Jahr sicherlich alles noch etwas holpriger und auch Corona-bedingt kurzfristiger, in den nächsten Jahren da langfristig mit viel Vorlauf agieren können und dann auch die angesprochenen entsprechenden Player aus Landessportbünden, Vereinen, Strukturen aus der sozialen Stadt, aus dem Quartier alle mitnehmen können und ja, so mehr und mehr das Projekt auch in die Breite und auch in die anderen Sportarten bekommen wollen. Bettina Risch hat jetzt schon mehrmals ihre Hand gehoben. Gerne was reinschreiben oder wir können dich auch dazu schalten. Erhobene Hand, das probieren wir jetzt einfach mal hier. Zack. Bettina, Sprecherlaubnis. Jetzt schauen wir mal. Bettina, kannst du uns hören? Katrin auch. Katrin habe ich jetzt auch scharf geschaltet. Also Bettina und Katrin, ihr müsstet jetzt was sagen können, wenn ihr möchtet. Wenn eure gehobene Hand nicht nur ein Versehen ist. Ich lese sozusagen die Nachricht von Claudia. Genau, wir werden, da hat Katrin die Hand ganz schnell wieder runtergenommen. Ja, Claudia, danke für den Hinweis, Bildungsträger. Wir arbeiten mit denen zusammen, was heißt zusammenarbeiten? Wir versuchen, auf sie zuzugehen und sie einzubeziehen in das Thema Fortbildung. Und natürlich auch immer, also die Idee der Fortbildung ist, da wo wir sind, gerade regional am Ort, versuchen wir alle Bildungsträger, Kitas, Grundschulen, Quartiersmanager, Freizeiteinrichtungen, Jugendclubs, alle Sportvereine, alle anderen Organisationen, die mit Jugendlichen Angebote ins Leben rufen, einzuladen, anzusprechen und zur Fortbildung zu bekommen, damit wir neben dem Vorstellen der eigentlichen Inhalte, der sportpraktischen Inhalte, auch immer den Netzwerkgedanken stärken können und somit ja, so eine Sportidee am Standort entwickeln und somit möglichst viele Leute erreichen. Das werden wir euch dann ganz konkret halt in der Fortbildung vorstellen. Bettina, nein, man kann dich leider nicht hören. Bettina schreibt aber in den Chat. Genau, sind 3 bis 4 Klassen in der Turnhalle, sind so viele Schülerinnen, die Stunden konzipiert. Die Stunden, das ist eine gute Frage nochmal von Bettina, vielen Dank. Die Stunden sind immer so konzipiert, dass wir auf Klassenstärke gerechnet haben. Das heißt immer so zwischen 22 bis 25 Kids. Wenn man mehrere Klassen jetzt hat, wie in diesem Beispiel, um auf die Frage einzugehen, würde ich gucken, was ich an Spielen finde mit großer Gruppe und kleinem Raum. Ich weiß nicht, wie viel groß eure Halle ist, wie viel ihr dann zur Verfügung habt, aber uns ist diese Situation schon bewusst, dass man häufig viele Kinder in der Halle hat und wenig Platz hat. Und auch dafür gibt es konkrete Spielangebote und dann eben, wenn man diese Spiele sich raussucht, dann sind die ja idealerweise wieder mit Sportstunden verknüpft, auch wenn noch nicht alle Spiele, Stand heute, alle 200 natürlich in den 40 Sportstunden auftauchen, die Nima vorhin gesagt hat. Auch das ist ein Prozess, an dem wir dran sind. Das ist aber auch das Interessante und Schöne an der Albertheek, dass wir Stand heute nicht final fertig sind, sondern immer wieder neue Sachen produzieren und aber auch Sachen neu zusammenstellen und auch ein bisschen auf die Bedürfnisse und Wünsche eingehen können, die uns erreichen und die uns auch bei den Fortbildungen dann vielleicht eben erreichen oder an uns herangetragen werden. Gibt es weitere Fragen? Uppala.
klicke hier gerade nur noch mal, ob wir Bettina noch mal scharf kriegen. Da kommt noch was reingeflattert. Aha, Marc Kullenberg. Ja, Save the Date für die Präsenzfortbildung in Bamberg. Ja, den können wir gerne rausgeben. Erstmal liebe Grüße nach Nürnberg an Marc. Die Fortbildung Bamberg ist noch nicht final, aber ein Safety Date können wir natürlich schon mal in den Raum werfen. Geplant ist sie für den 26. und 27. November. Ja. Und wenn wir dabei sind, hauen wir natürlich auch noch den Safety Date für Dezember raus. Das ist der 17. und 18. Dezember. Hoffentlich in Hagen. Die wissen aber noch nichts von ihrem Glück. Da sind wir gerade noch in Gesprächen, sodass ihr euch die Termine schon mal blocken könnt. Die Orte sind allerdings noch mit einem kleinen Sternchen und Vorbehalt zu sehen. Bettina, ja, danke. Gerne. Gibt es weitere Fragen und Wünsche? Uns interessiert total eure User-Erfahrung. 10 Minuten haben wir noch. Falls sich jemand auch noch mal live mit Ton reinschalten möchte und kurz berichten möchte, wie es so ergangen ist oder ob man das hier nutzen kann, was wir machen, dann gerne. An beiden Terminen. Ja, jetzt kommen natürlich die konkreten Fragen zur Fortbildung. Nima, vielleicht willst du noch mal 2 Sätze dazu sagen, wie die aufgebaut ist, warum die über 2 Tage läuft und wo man wie teilnehmen kann. Genau, die Präsenzfortbildungen sind immer für einen Freitag und einen Samstag geplant. Also im Grunde genommen Freitag ganztägig mit einer Mittagspause und abends einem Teil, der dem Netzwerken und dem Socializen gilt. Und dann den Samstagvormittag. Und es gibt eben für den Freitag, aber auch für den Samstag, je nachdem, was die Zielgruppe ist. Also wir unterscheiden den Grundschullehrer und Menschen, die in Kitas arbeiten. Da gibt es unterschiedliche Slots oder unterschiedliche Vormittagsgestaltungen, zu denen man sich anmelden kann. Der Freitagnachmittag ist für alle geöffnet. Der Vormittagsteil ist ein bisschen berufsgruppenspezifischer gehalten. Von daher sehe ich erstmal kein Problem, wenn du nicht an beiden Tagen, also sprich Freitag oder Samstag, kannst. Genau, weiteres, also die genaue Durchführung, wann geht es genau am Freitag los? Wir hatten jetzt geplant, dass es immer um 9 Uhr losgeht und bis 13 Uhr dauert, natürlich auch mit 1 oder 2 Pinkelpäuschen, dann unterbrochen von einer Mittagspause und dann man am Nachmittag eher in die Methodik und in die Gruppenarbeit geht, um quasi auch mit euren konkreten Anliegen und euren konkreten Situationen für euch am Standort, also wirklich nah und authentisch mit dem, was euch bewegt, zu arbeiten. So ist der Freitag gestaltet. Von daher hoffen wir natürlich, dass sich viele Menschen finden, die beidtägig können, aber wir wissen natürlich auch, dass die Realitäten manchmal in Schule und Kita das nicht zulassen, sodass wir es aber auch ermöglichen wollen, wenn man nur den Vormittag oder nur am Nachmittag in der Fortbildung teilnehmen möchte. Dann vielen Dank auch nochmal an unseren neuen Studenten im Projekt Jane, der soeben den Link nochmal zur Verfügung gestellt hat. Wir hatten es am Anfang der Fortbildung angekündigt. Im Chat findet ihr jetzt den Link zur Umfrage. Diesmal fragen wir euch nicht, wie ihr die Fortbildung heute fandet, sondern bitten euch, direkt Feedback zu geben zur Albathek, um uns da einfach ja, möglichst viel Input zu geben, was wir weiterentwickeln können, wie wir weiterentwickeln können. Wir sind jetzt nach dem Launch direkt drin und stellen uns die Frage, was brauchen wir noch, was braucht ihr noch, wie kann das Tool besser werden, damit es wirklich auch in der Praxis Einzug hält und jetzt nicht nur am Anfang hübsch aussieht und einen guten Eindruck macht. Super, Tobi nutzt es als Ergänzung. Vielen Dank für die Rückmeldung. Gerne, wie gesagt, auch nochmal in den Fragebogen reinstellen. Ich weiß leider nicht mehr, wie
die Dame aus der Wutzki-Eile hieß, aber die könnte uns ja an unsere E-Mail-Adresse sportmachtspaß@alba-berlin.de schreiben, wann mal ein guter Zeitpunkt wäre, bei euch vorbeizukommen, um euch mit Flyern zu versorgen, weil wir natürlich auch an den jeweiligen Standorten vor der eigentlichen Präsenzfortbildung uns schon mal ein Bild machen wollen. Also das heißt mit den Vereinen, mit den Kitas, mit den Jugendclubs, also die ganzen Träger, die Steini erwähnt hat, bekannt machen, um den Leuten auch nochmal in persona von der Fortbildung zu erzählen, weil das unserer Meinung nach immer noch der beste und effektivste Weg ist. Also wenn du als Erzieherin aus der Wutzki-Allee aus Berlin-Rudow noch zuschaust, sehr gerne eine E-Mail an sportmachtspaß@alba-berlin.de schreiben. Ja, Katrin, vielen Dank für den Hinweis und die Frage nochmal nach dem Material. Wir haben auch Spiele dabei, die mit relativ wenig Material auskommen. Das ist halt leider gerade so eine kleine Krücke noch, dass man danach eben nicht suchen kann. Das soll es geben, weil auch die Idee ist, dass wenn ich mich für ein Material entscheide, das heißt zum Beispiel, ich nutze jetzt heute Spielkarten und Reifen und Hütchen zum Beispiel, dass ich dann Spiele sehe, die ich mit diesen Materialien machen kann, um eben auch die Umbauzeiten ein bisschen zu verkürzen. Doppelstunden sind die Ausnahme. Wir haben auch Sportstunden für 45 Minuten ganz bewusst mit drin. Vielleicht da nochmal reinschauen, aber den Hinweis nehmen wir sehr gerne auf, dass wir da beim Thema Material nochmal genauer hinschauen. Frage von Sabine. Offline? Nee, das geht nicht. Aktuell, du kannst nur die Merkliste, zeigt dir an, welche Videos und Sportstunden du markiert hast und dann findest du sie nochmal schneller wieder. Ja, vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, die uns hier im Chat und in den Fragen erreichen. Und ja, wie gesagt, bitte, bitte gebt uns Rückmeldungen, weil nur so können wir das Ganze entsprechend weiterentwickeln. Yvonne hat jetzt einfach mal ihre Telefonnummer direkt hier reingeknallt. Ich hoffe, von der Kita. Das wirst du sehen, wenn du anrufst. Ja. Danke, Yvonne. Genau, ja. Wenig Material werden wir nochmal auf jeden Fall aufnehmen und mitnehmen. Gut, dann, bevor die Schlussmusik erklingt. Und du hattest Sorge, dass wir keine Stunde füllen können. Ist doch super, wie viele Fragen wir beantworten können. Und pünktlich ausklingen, gucke ich nochmal, dass wir hier unsere Folie teilen und nochmal die Zeit geben, genau, letzte Fragen zu stellen. Diskussion haben wir, glaube ich, jetzt habe ich natürlich die falsche, das ist der richtige Anfängerfehler zum Ende noch. Ja, die Diskussion haben wir, glaube ich, gemacht. Hier nochmal die Übersicht, wie gesagt, alle vorhandenen, vergangenen Webinare gibt es online einzusehen. Hier sind nochmal die beiden Termine für die nächsten beiden Online-Fortbildungen. Den 25.10. hatten wir schon genannt. Findet ihr auf der Albathek. Dort könnt ihr euch anmelden. Und auch für die Online-Fortbildung gerne immer Feedback, was euch interessiert, was wir aufbereiten können und sollen für euch. Ja, sehr gerne. Gut, dann bedanken wir uns an dieser Stelle für alle, die heute wieder da waren, für diese schöne Stunde. Ich denke, das Format hat sich bewährt, kurz und knapp einige Dinge geklärt und gezeigt. Wer NIMA live sehen möchte, meldet sich an für den 29. und 30.10. in der Gropiusstadt. Und wir halten euch auf dem Laufenden über unseren Newsletter, über die Albathek, über die Dinge, die wir weiterentwickeln und hoffen, dass euch das in eurer täglichen Arbeit mit den Kiddies weiterhilft. Allen einen wunderschönen Montag noch, eine gute Zeit und hoffentlich bis bald zum 25.10. oder zu einem der Präsenzfortbildungen. Ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Danke, Steini. Erste Online-Fortbildung mit dir. Große Ehre für mich.
Und ja, wir sehen uns hoffentlich in Präsenz oder am 25.10. zur nächsten Online-Fortbildung. Dann. Alle warten auf die Fahrstuhlmusik. Ja, ich auch. Bevor die Musik ertönt, Teilnahmebescheinigung. Die Teilnahmebescheinigungen werden im Laufe der Woche verschickt. An dem Prozess sind wir gerade dran. Die, die das schon kennen, erhalten im Laufe der Woche eine E-Mail mit ihrer Teilnahmebescheinigung. Die, die zum ersten Mal dabei sind, nicht wundern, wenn in eurem E-Mail-Postfach die Teilnahmebescheinigung